Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir haben jetzt im Park gesehen, wie in Feronis in diese Gegend gestapft ist. Oh, da ist ein Container. Ja, und sind dann auch hier hingegangen, wollen das Ding eigentlich verfolgen und haben eigentlich was ganz anderes gefunden. Nämlich noch ein paar Items, die wir sammeln konnten für eine andere Quest. Und ja, haben hier nochmal einen kleinen Boss besiegt. Und wollen jetzt erstmal gucken, was wir hier oben finden. Vielleicht ist ja was Interessantes. Wieder was? Wieso Achtung? Oh, wenn. Also, machen wir erstmal den hier platt, dann gehen wir da rüber, machen die anderen platt. Und zwar wieder ein paar Sachen. So, wie schnell kann man das? Ich bin ja doof. Ja. Macht den kaputt. Und sowas da bei Items verlieren. So, jetzt kriegen wir erstmal die Antwort, ne? Komm mal her. Oh. Oh, das ist aber schon zu spät. Ist das like a rare thing? Achso, du sammelst hier Sachen. Das ist aber erstmal egal, wir gehen jetzt mal hier hin. So. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. And the shell. Pilot Flurry. Give us. Noble's Drake. Give us one, Noah. Give us one. Great. Alter Schwede. Der ist so zerstört von uns. Na gut, der war auch schon so viel tot. Bonus-EP und sowas, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die sind schon so hart überlevelt. Dann nehme ich lieber die Nopan-Münzen. Wie viel haben wir eigentlich davon mittlerweile? 45. So. Das ist noch eine Elite. Wollen wir den mitnehmen? Lohnt er sich? Schützt ihr irgendwas? Nicht so richtig. Na, gehen wir noch weiter. Oh, ich wollte dich gerade eigentlich umgehen. Ah, warte, da ist noch was. Sammeln wir natürlich ein. Genau, werfen wir uns an. Toll, ist ja nicht lang gehalten. Können wir uns dann noch hier mit rein. Noch aufladen, ja. Ja, geht doch. So, dann das mitnehmen, den mitnehmen. Jetzt ist hier kein Gift mehr. Ja. Let's just sneak a peek. Kann ich hinter den Wasserfall? Ich habe noch mal eine kleine interessante Frage. Oh, shit. Boss Level 60, könnten wir schaffen. So, was haben wir hier? Ist da eigentlich irgendwas? Nö. Wow. So, wollen wir den Boss noch platt machen? Wäre ich voll für. So, komm, wir schaffen.
Don't worry, I'll handle it. Oh Gott, der holt noch Stärkung. So, nochmal. Ah, schön, Explosion. Das ist auf jeden Fall. So, machen wir das und das an. Wow, schade. Das Schwanken tut ja relativ schnell da oben, ne? So, umwerfen. Gehen wir auch noch hin. Das, wo er liegt, könnten wir ihn eigentlich nochmal mit der Angriffskette angreifen. Na toll. Egal. Hauen wir drauf. Jetzt, wo er schon ready ist. Da. Und das. So, aber Mio noch ready ist, stand hier, ne? Red Mio bei Auswahl 100% der TP. Selten. Okay. Dann holen wir jetzt nochmal aus. Erstmal nehmen wir das jetzt hier. Brand. Jawoll, triggert. Nehme ich natürlich. So, dann nehmen wir dich. Regeneration. Feiern und so kannst du gebrauchen. Oh, das war schon über 100, okay. So. Den Sehnern kann ich dich eigentlich auch noch nehmen. So, da hält es jetzt irgendwie 100%, aber. Wenn ich dich nehme, komme ich direkt über 100, ne? Egal, komm drauf. Genau 100, wow. So, ja, schon wieder da. So, dann nehme ich dich nochmal. Auch wieder mit Teilen drauf. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Wenn er ist immer alleine triggert, kommt immer alleine wieder. Wie hoch können wir gehen? Wieso nur Kettenkombo von 3? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hä? Ist weit weg, na toll. Ja, er schwankt. Perfekt. Umgeworfen. Boah, noch mehr von den kleinen Viechern. Vielleicht sollten wir erstmal die kleinen Viecher platt machen hier. Oh nein, Noah ist da. Die werden ja auch noch gleich verwandeln. Jetzt zum Beispiel. Du hast gerade wieder belebt, oder? So, jetzt der Große dran. Ah, hat er besessen. So. Jetzt können wir eintauchen hier. So, ich mache mal ein Schild an, falls ihr jetzt irgendwas vorhabt. Sena könnt ihr nochmal wieder beleben. Ja, danke. Was für ein Kanal? Was ist denn mit den Leuten, die nicht laufen? Wieso hat die jetzt Aggro? So, Angriffskette.
Machen wir das Ding platt. Ja. Warum nicht einfach mit dir starten? Sollte ja eh nicht mein großes Überleben. So, ran. So, nehmen wir dich nochmal. Explosion. So, und Leo als Angriff. Ah, das war einfach ran. Ah, 2% fehlen, ernsthaft? So, dann brauche ich dich nochmal. Oh, der Schaden ist so cool. So. Dann darfst du auch nochmal. Flächenheilung. Ah, sehr gut. So, und Mio darf auch nochmal draufhauen. Sehr schön. Das sollte jetzt gleich hinüber sein, oder? Können wir gleich nochmal angreifen jetzt mit unseren beiden Großen hier. Angriff. Kommst du über 100? Ich hoffe nicht. Nimm mal lieber dich. Das soll auf keinen Fall über 100 kommen. Oh shit. Das sind ganz schön viele. Boah, Glück ab. Okay, dann machst du nochmal Flächenheilung. Sicher, sicher. Ist eh jetzt down. So, Mio darf auch nur draufhauen. Das ist was. Oh, das hat Spektakel nochmal an hier. So, auf den Boss haben wir. Oh, das heißt, es ist keine Herausforderung mehr. Jawohl. Und down. Perfekt. Und dahinter ist dann wahrscheinlich das Grab von ihm, ne? This was a nice find. Ah ne, da ist das Grab. Okay. So, finde ich hier denn noch irgendwas anderes Cooles? Kommt von da? Ne, wir können irgendwo von da, ne? Wir gucken erstmal hier weiter. Guys, get ready to fight. Enemy reinforcements. Whoa, that's a großer. Okay, machen wir erstmal dich jetzt ab. So, dann gucken wir uns da vorne um, wo der Weg ist. Ach, das haben wir jetzt gemacht. Nice. Ich mag die Kessel, die ist super. Ach, noch eins. Jawohl, that's how you pull off a win. Yeah. See if we can keep this up. Okay. Das ist verzieht.
Was haben wir denn hier unten? Kommen wir von hier? I think I could stare at that forever. Ach, die Krabbe. Ich kann das mal sein. Ich kann es nicht zu lieber. Dass er hier abgegeben hat. Dann ist es egal, na klar. Ist ja schlimm. Sollte nicht so lange dauern, die hier kurz zu kriegen. Wow, Talent direkt tot. Okay, der hat auf jeden Fall gute Attacken, glaube ich. Die wir uns mit dem Boss noch nicht davon angelegt haben. Ah, da liegt noch ein Item. So, wie viel davon, wie viel ist das? Sehe ich nicht, na toll. Habe ich nicht gestartet? Moment. Da ist auf jeden Fall noch was wir einsammeln können. Oder unter uns? Unter uns. Na toll, wie komme ich denn da hin? Ich da lang laufe, okay. Springen wir mal hier runter. So. 97 Goldmünzen. Hier waren wir schon mal. Da unten, ne? Genau, dann sind wir da hochgegangen. Hallo, Angriff, danke. Dann stehen wir hier rein. Das Aufladen dann schneller geht, oder? Wenn ich raus bin? Kein Unterschied, egal. Muss irgendeinen Bonus bringen, war dieses Strumpfzeug, das Zwiebel. Ah, schon da. Okay, so viel hält es nicht aus. Auch wenn es ein bisschen dick ist. Und das heißt jetzt der Boss, den wir gesehen haben? Nee, das ist eine Elite. Wo war denn der Boss? Irgendwo unten, wo wir runterspringen konnten. Nein, ich nehme das nicht mit. Ich glaube, das ist nur sinnlos wieder an. Ja, die anderen auch, aber. Egal. So, da kann ich irgendwo noch. Das war eine Höhle. Oh, warte. Wenn das schon nie angezeigt wird, nehmen wir das mit. So, wieder ein Boss. Nee, Elite. Oh, sah beeindruckend aus, wie weit das rübergegangen ist. Hier ist eine Mini-Höhle. Ist hier irgendwas drin? Nö. Ach, da hinten wollen wir noch Musik spielen, stimmt. Ups. Keine Zeit für die Spinne. Hey, this one means business. Hier wollte ich noch Musik spielen, nachdem ich die Musik hatte, habe ich das vergessen. So, dann zeig, was ich kann. Oh,
So, das waren die. Oh, ist echt vergessen. Oder, ja, übersehen durch den Kampf. Okay, schön. Hallo, lass mich weiter. Danke. I'll whack him good. Ja, 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 lass mal gehen. So, ich kann euch mal alle heilen. Hallo? Wegen Groß angreifen. Naja, das macht erst keinen Platz. Doch, so. So, einsammeln. Oh, halt euch mal, während der sich da schützen möchte. Eigentlich hilft uns das nur, solange er das macht. Marianne-Zange, irgendwas stand gerade mit Königin oder sowas. So was sagen die für. Ja, Königin-Bombe, okay. Jawoll, fest hat getriggert. Wie ist das? Das passiert auch noch. Läuft ja. Aha, das war's schon. Oh, rein. Na los, was mit denen? So, gucken wir noch erstmal. Charaktere: 14, 17, 16, 10. Du bist fertig, sehr schön. So, das heißt, du hast Kamurabi, dann kannst du eigentlich. Sie oder sie? I'll take the offensive. Nehmen wir dich. Ja, du kannst deine Klasse auch wechseln. Dann gehst du auf Heiler. Oh, nee. Du kannst sie als Heiler mal nehmen. Der sieht ja bescheuert aus mit den Klamotten. Guck ihn euch an. Wow. So, dann du bist auch fertig, oder nicht? 10. Würde ich sagen, ja. Dann gehst du auf. Noch eine brauchen wir nicht. Dann geh ich lieber auf D. You line him up, I'll knock him down. Und du bleibst so. So, 14, 17, 16, 1, 1, 1. Ja, passt. Wir wählen, haben alle. Du kannst noch ein Item tragen. Ausrüstung. Angriffskraft, Heilkraft? Achso, der Angriffskraft kann weg. Er hat noch irgendein Item, ich weiß nicht mal wie es hieß, zum Aufheben. Wetterersatz, Ausweichrate, aha. Lädt beim Aufhelfen von Mitschein eigene Technik 100% auf. Das ist geil. 95, ne, machen wir das. Hier, das ist doch ganz gut. So. Alt, verwirrend von Stärkung. Was hat sie? Warum hat sie denn das? Sie ist Tank. Ja, das
kurz zu. Brauchst du nämlich jetzt was anderes? Maximal KP, physische Abwehr, muss man irgendwas damit ausreichen oder so. Ach, das ist Selbstheilung. Deswegen ist das Tank-Sachen. Aha. Ja, gut, kann Heiler aber auch irgendwie brauchen. Erhöht Trefferrate bei Nacht. Ja. Fasserresistenz. Du könntest eigentlich Leute aufheben. Wie heißt das Item nochmal? Wie hieß das Item? Barmherzigkeit? Heiltechnik? Nein. Erhöht Schadenangriff Ohnmächtiger? Nein. Bei Kampf und Fähigkeit verbündet Schaden 100%, vergrößert das Zeitfenster für Anschlüsse. Nee. Ausweichrate. Okay. Zielt bei Seitenangriffen. Aufwandsgeschwindigkeit steigt um 50%, wenn jemand anderes als der Verteidiger Rolle anvisiert. Ja, das ist eigentlich ganz gut. So, du bist auch dein KP. Physische. Kannst du eigentlich das hier nehmen? Warum nicht? So. Habt ihr Fähigkeiten? Habt ihr auch alle? Das ist gut. Techniken? Auch. Perfekt. So, möchten wir den Boss hier auch noch plätten? Ich hätte schon Bock. Ja, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Jo, echt ätzend aus, das Viech. So ein Laternenfisch heißen die. Genau. Und mit Korallen noch ein bisschen drauf. So, dann. Wir haben drei Heiler, sollte passen. So, leider ein Wasserkampf. Hier ist immer gut. So, kann ich mal zu Spalten bringen? Das wäre echt super. So, ich hole ein Schild noch. Die Raka. Die Vorschreiche. Redet doch überhaupt nicht. Danke. Ah, schon. Schon zu langsam. Ja, alles aktiv, passt. Okay, wir haben leider nichts mehr, was jetzt Schwanken macht oder sowas. Oder das Umwerfen oder was weiß ich da von ist. Alles zusammen. Ich will das Schild mal alles haben. Das sah jetzt gut aus. Synchro ist voll, Angriffskette ist voll. Wir machen, was wir wollen. Laternenblühen. Dann mach ich mal lieber das Schild an. Au. Oh. Hochgeschleudert. Perfekt. So, dann kann ich mal unsere Synchro benutzen.
hier auch abkühlen kann derzeit. Oh, Halbkreis ist gerade. So, nochmal erstmal ein paar Schild. Das sieht auch super gut aus. So, der ist in seinen Namen ändert dann jetzt. Wasserstrahl. Ich bin auch ein riesen Maul. So, wir freuen uns nochmal wieder. Wenn er ready ist. Macht Krieg da eigentlich drauf, weil keine Umwurf. Ja. Oh shit, die Sande. Das ist echt nervig. Ummacht, perfekt. Ohne Angriffskette kriegen wir ihn ganz easy runtergebombt. Wow. So, der Fangreen, wir blocken mal. Miyabi ist so. So, können wir auch verwandeln. Ah, super. Sogar ohne Angriffskette. Ganz easy besiegt. So, von Goldmünze. Okay, noch ein Elite und wir haben die 99 voll. So, hier hinten gibt es nichts mehr sonst, ne? Ne. Da wirklich nur für den Boss. Piraten die Wortreiche. Ja. Da haben wir uns bestimmt noch lange erinnern. Ein unspektakulärer Kampf. That's rare. So, wo genau komme ich jetzt hier raus? Toll, das ist das nächstbeste Land. Hier rechts, oder? Oder ist da ein Strand? Ich glaube, ich gehe lieber da lang. Das habe ich aber immer noch nicht rausgefunden, wo wir die ganzen Sachen hier finden. Haben wir jetzt eigentlich? 98, ne? Ja, Goldmünzen.
Okay, das ist zumindest schon mal ein Strand, wo wir wieder rankommen. Jetzt liegt ja auch nichts, ne? Ja. So, ich hoffe, die Viecher greifen uns jetzt nicht alle an. Was ist das eigentlich hier für Dinger? Was Pflanzen? Das sind vielleicht auch irgendwelche Monster, aber nö. Okay, gut. Wir sind wahrscheinlich wieder am Strand, wo wir am Anfang waren. Ja, so ungefähr. So. Gut, dann werden wir jetzt mal die Insel nochmal ein bisschen weiter erkunden. Wir machen aber erstmal Schluss für heute und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.